Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir sind mit Edward unterwegs und suchen Informationen über seinen Vorfahren Randolph. Und dazu müssen wir jetzt nochmal mit den ganzen Kriegern hier reden. Connor nehme ich mir nochmal zur Brust. Denn ich hatte zwar in der letzten Folge schon mal mit allen gesprochen, aber da hatte ich irgendwie die Dialogoption bei... Lass mich bloß in Ruhe! Bei Edward nicht gesehen vorher. Beziehungsweise ich dachte, wir hätten die Aufgabe schon, hier mit den Leuten zu reden, aber anscheinend war das nicht so. Aha. Hast du je von einem von Drehl gehört? Natürlich. Er war ein berühmter dunkler Krieger hier in Kalador. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Viele Heldengeschichten erzählt man sich über ihn. Er soll mit seinem Schiff viele Schlachten für die Eisenbucht geschlagen haben. Schiff? Schlachten? Unsinn! Randolph ist nie zur See gefahren. Das wüsste ich. Vielleicht sind es auch nur Gerüchte. Wer weiß das heute noch? Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen über ihn? Das könnte gut sein. Ich müsste in unseren Büchern nachsehen. Würdest du das für mich tun? Ich brauche nur einen Moment. Warte hier. So, alles, was ich finden konnte, ist dieses sehr alte, wertlose Dokument. Der Name von Drehl steht groß drauf. Es befand sich zwischen den alten Geschichten aus den alten Tagen, als Kalador noch blühte. Sieht aus wie eine Schatzkarte. Ehrlich? Naja, dann viel Spaß damit. Wir sollten darüber nochmal reden, wenn wir alleine sind. Der dunkle Krieger Drake gab mir eine Schatzkarte von deinem Großonkel. Das ist alles? Das kann doch gar nicht sein. Was hat der große Randolph von Drehl mit stinkenden Schatzkarten zu schaffen? Tja, vielleicht hat er seinen Leuten nicht vertraut und seine Habe irgendwo vergraben. Das passt doch gar nicht zu ihm. Das ist doch eher was für... Das sehen wir, sobald wir den Schatz gehoben haben. Oder hast du eine bessere Idee? Wir haben ja nichts anderes. Dann lass uns danach suchen. Ja, dann suchen wir mal danach. Ein Kreuz auf einer Karte. Und wir müssen wieder da oben hin, Mann. Warum müssen wir immer so weit laufen? Das ist doch nervig. Was ist eigentlich hier? Ah, I see. Ein Lichtzauber, der einen Kristall beschwört, der leuchtet und einem folgt. Das ist ganz ähnlich wie der Lichtzauber in Gothic 3 tatsächlich, nur dass es da halt einfach eine leuchtende Kugel war, die über einem geflogen ist. So wie auch in den Gothic-Teilen davor, aber... In Gothic 3 sah sie schon sehr ähnlich aus wie dieser Kristall hier. $805 und eine Besitzurkunde regelt die Besitzverhältnisse eines Gebiets auf Kalador. Der Schatz deines Großonkels ist gehoben. Ich fand eine Besitzurkunde über die Ländereien im Südwesten der Eisenbucht darin. Was? Zeig sie mir. Das ist doch unmöglich. Was macht so ein wichtiges Dokument in einer vermoderten Kiste im Boden? Ich habe da so eine Vermutung. Nein, ich glaube, ich will das gar nicht hören. Na schön, dann werde ich es für mich behalten. Ja, ist besser so, denke ich. Danke. Sei doch froh, dass du dein Erbe überhaupt gefunden hast.
Am Ende ist es nicht mehr als Staub und Stein. Aber das spielt keine Rolle mehr. Ich habe mein Volk und meine Aufgabe gefunden. Das ist alles, was jetzt noch zählt. Danke für deine Hilfe, Freund. Das werde ich dir nie vergessen. So, und nun lass uns diese elenden Schatten zurück ins Dunkel treiben. Darum sind wir schließlich hier. Alles klar. Dann sind wir ja fertig mit Kalador, weil das können wir nicht machen, weil wir nicht auf die andere Seite kommen. Und das sind beides Sachen, die nicht auf Kalador sind. Dafür müssen wir woanders hin. Dafür müssen wir nach Antigua. Dafür müssen wir hinter das große Tor, wie ich auch nicht weiß, wo wir hinkommen. Bergkristalle für die Magier. Und da heuern wir Leute an. Also wir gehen... Nein, nicht das. Ich wollte zum Schiff. Wir gehen... Wo gehen wir denn hin? Wir gehen nach Kila. Erstmal wieder. Dann mal, sag mal, bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind? Wolltest du nicht die Klappe halten? Ich meine ja nur, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch viel effizienter sein könnten. Ich mach dir mal ein paar Vorschläge, wie ich das meine. Nein, das machst du nicht. Aber... Du machst deinen Mund nur noch auf, wenn du gefragt wirst, verstanden? Das ist eine klare Ansage. Kann man sich nachrichten. Also gut, dann mach erstmal einfach weiter, okay? Komm mit. Ja. Gut, was müssen wir jetzt alles auf Kila tun? Wir haben legendäre Gegenstände, möglicherweise. Taranis... Antigua. Piratenflagge. Okay, da kommen wir nicht dran. Glasauge, das war, glaube ich, auch hinten in der... Genau. Das kriegen wir auf Kalador. Das kriegen wir auf Kalador. Das hier möglicherweise. Das können wir hier kriegen. Wo kriegen wir das? Okay, auf Kila beim eingeborenen Dorf. Da steht aber nicht halt. Genau. Kamil will wissen, ob du gesehen Miamiti. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich hoffe, du belügst mich nicht. Sonst... Karaka! Ihr Guchos landen auf Kila. Probleme kommen. Geh nun. Ja, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, ihm zu sagen, dass wir sie ins Piratenlager gebracht haben. Das wird wohl direkt zu Karaka führen. Sie hat die... Lass uns handeln. Chi, Tavulele. Hat sie die... Kann man die kaufen? Ah ja, die kann man kaufen. Voodoo-Magie plus 10. Ja, brauchen wir zwar nicht, kaufe ich trotzdem. Gut, dann haben wir die legendären Gegenstände auf Kila abgearbeitet. Dinge finde, kann ich sie reparieren. Die ist auf Taranis. Wunderreißer ist auf Antigua. Kalador's Krönungsschwert ist in Kalador. Ah, da oben. Okay, da kommen wir auch nicht dran. Und dann haben wir Waffen auch nicht. Dann wäre noch der Schatz von Captain Finch.
möglicherweise der Feinschmecker. Aber ich weiß nicht, wo der Käse herkommen soll. Das werde ich vielleicht gleich mal nachgucken. Aber erstmal der Schatz von Captain Finch. Das müsste doch hier irgendwo sein. Ah, toll, da kommen wir ja auch nicht dran. Super. Wir können dem noch mal ein bisschen was andrehen. Ich habe hier etwas Tafelsilber. Danke. Danke. Hier noch 2 Teller und 4 Becher. Verlobungsring, das ist Antigua. Brief für Harry. Den können wir abgeben. Ich habe einen Brief von Kilian für dich. Oh, zeig her den Lappen. Steht zwar nichts von Interesse drin, aber wenn mal das Papier alle ist. Okay, das wollte ich echt nicht wissen. An die raue Mundart hier wirst du dich gewöhnen müssen. Da, nimm das Gold als Belohnung. Danke nochmal. Mia miti Toscheka. Glücklich. Das ist doch schön, dass sie glücklich ist. Mal sehen. So gut bin ich auch nicht. Hast du Rezept für Rum? Nee. Könnt ihr aber mal deinen Zucker abkaufen. Gut. Ja, dann gibt's hier auch nichts. Bergkristalle für die Magier. Da gibt's vielleicht noch was. Nee, tatsächlich gibt's hier nichts. An der Krabbenküste ist noch was. Und auf Taranis ist noch ein Haufen. Aber das sind doch nie im Leben 20. 1, 2, 3, 4. Ja, dann haben wir 11 insgesamt. Das ist ja super geil. Ich glaube, dann haben wir die Quest versaut. Schön. Warum kann man dem Questgegenstände verkaufen? Das kann doch nicht sein. Gut. Das bringt uns alles nichts. Das ist Taranis. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann als nächstes nach Taranis. Ja, ich kann dem jetzt auch den Bergkristall einfach verkaufen. Das ist doch richtig, richtig dumm. Dass das überhaupt geht. Wusste ich nicht, dass man 20 Bergkristall für eine Quest braucht. Ich dachte, man verkauft dem Typ einfach den Bergkristall. Und hat dann irgendwann die Quest, also irgendwann eine Quest abgeschlossen oder so. Naja, egal. So. Das befindet sich auf Taranis. Das befindet sich aber hier auf Taranis, wo wir nicht hinkommen. Das auch auf Taranis. Da kommen wir vielleicht dran. Müssen wir mal gucken. Ja, ich werde jetzt mal diese und wahrscheinlich auch die nächste Folge noch nutzen, um so ein paar lose Enden langsam zusammenzuführen, dass wir nochmal ein paar Quests abschließen, die wir noch abschließen können. Kennst du Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart? Der alte Stahlbart? Jip, jip. Ich trage seinen alten Hut. Ist mein Aurikulki.
Mein Matar hat mir damals diese Trophäe für meine großen Verdienste geschenkt. Bin sehr stolz auf mein Aurikulki. Jip, jip. Könnte ich mir deinen Hut mal kurz ausleihen? Tikipi? Bin ich Gaga? Nee, nee, nix da. Jaffa wird schön fein sein Aurikulki behalten. Granne Blemo, warum forderst du Aurikulki von Jaffa? Ich brauche einen persönlichen Gegenstand vom alten Stahlbart. Ah, Jaffa versteht. Große Zauber-Voodoo-Magie? So ungefähr. Jaffa gibt dir Haarsträhne vom alten Stahlbart. Klebt seit Jahren noch im Hut. Homie, kurz warten. Hier hast du Haare. Jaffa hofft, das reicht für deine Zauberei. Hm, okay, abgemacht. Vielleicht reicht es ja. Danke, Kleiner. Ja, konnte ich mich noch daran erinnern, dass wir mit dem mal reden müssten. So, und wer von euch du? Was hast du anzubieten? Sieh dich um. Ist es die Kristallnadel, die wir kaufen müssen? Nee, das kann nicht sein. Warte. Was deine Delikatessen angeht, ich schau mal, was ich dabei habe. Einen schmackhaften Schinken, einen aromatischen Wein, ein paar zarte Muscheln. Hm, ich glaube, da fehlt mir noch etwas. Sobald du alles beisammen hast, komm wieder. Ich möchte mir das Festmahl nicht entgehen lassen. Die Steintafel bei sich, eine kleine Steintafel. Was? Sie? Ach, wahrscheinlich ist sie die Questbelohnung. Okay. Antigua, das ist Kila, Kila. Calador und Calador, okay, also legendäre Gegenstände. Kommen wir nicht weiter. Waffen. Habe ich schon wieder vergessen. Antigua. Ja, das war auf Calador, das weiß ich noch. Und Maras Ruf. Maras Ruf ist hier. Also das können wir hier finden. Dann suchen wir uns das doch mal. Jetzt haben wir Bones nicht dabei, aber ich glaube, es ist auch egal. Es gibt sowieso keine Gegner mehr hier. Allerdings müssen wir irgendwie uns mal entscheiden, was wir werden wollen, also welcher Gemeinschaft wir beitreten wollen. Und das Ding ist, ich würde ja super gerne eine Umfrage machen dafür, worauf ihr Lust habt. Bei mir ist es eigentlich egal. Oh, guck mal hier, haben wir nie aufgemacht. Aber das Problem ist, ich kann dafür keine Umfrage machen. Denn ihr seht diese Folge hier irgendwann im Oktober und für mich ist gerade Europameisterschaft. Also, ja. Ich bin euch so weit voraus, dass das leider nicht möglich ist. So, ich dachte, es wäre hier, aber... Es ist hier. Hier, wo der Typ mal saß. Jax oder... Nee, nicht Jax. Jax war der andere. Ah, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ist egal. So, jetzt müssen wir Maras Ruf neu schmieden. Und wir haben ja hier oben irgendwo bestimmt eine Schmiede.
Ich weiß nur nicht. Doch, da hinten müsste, glaube ich, eine sein. Ach ja, wisst ihr noch, als wir hier auf Taranis waren damals? Wie lange das schon her ist eigentlich? Seit Taranis waren wir noch auf Kila und jetzt auch noch in Kalador. Nee, warte mal, hier nicht oben. Da. Lass mich mal an die Schmiede. So. Maras Ruf neu geschmiedet. Top. Damit haben wir Waffen durch. Taran ist der Feinschmecker. Ich mach mal kurz Pause und find mal eben raus, wo es den Käse gibt. Sekunde. Gut, da kommen wir noch nicht dran. Der ist hier auf Taran ist im Turm hinter dem Haus der Magier, wo wir nicht reinkommen. Ja, Silber wird gerade schwierig. Der Schatz von Captain Finch kommen wir ja auch nicht dran. Kalador. Verlobungsring ist auf Antigua. Antigua. Hinter das Tor. Der Bergkristall für die Magier, ne? Antigua, Takarigua und Kristall... Krabbenküste, meine ich. Kristallportale müssen wir ja auch noch machen. Ich rede mal eben mit dem Magier. Mal gucken, ob man da irgendwie was tun kann. Weil wir... Es ist unmöglich, dass wir alle 20... Bergkristalle bekommen. Wo ist denn der Magier jetzt? Ah, hier. Mach hier keine Dummheiten! Deinen Auftrag an Horas betrachte ich als erledigt. Gut. Doch können wir immer noch mehr magische Effizienz gebrauchen. Bringe mir einfach alle Bergkristalle, die du finden kannst. Ich werde es dir entlohnen. Wegen der Bergkristalle. Hier, 5 Bergkristalle. Großartig. Hier, deine Bezahlung. Von dem kriegt man auch noch viel mehr. Ich habe hier einen Bergkristall. Sehr gut. Dafür zahle ich dir einen guten Preis. Ey, ist das kacke. Ja, wir holen uns mal den Rest. Bergkristall auch noch. Ja, irgendwo da. Aber viel ist es jetzt leider nicht mehr. Es ärgert mich extrem, dass ich das Horas verkauft habe. Das hätte einem das Spiel auch irgendwie mal vorher mitteilen können, dass man das nicht tun sollte. Oder einfach, das Spiel hätte einem auch sagen können, ja, der Magier braucht das unbedingt als erstes. Und erst wenn man dem Magier die 20 gegeben hat, dann kann man den Rest an Horas verkaufen oder so. Ja, hier. Hier ist ja direkt einer. Obwohl, das ist da unten. Dann gehe ich doch erstmal hier oben entlang. So, wir probieren einfach mal hier runter zu springen. Das ging ja sehr gut.
Ansonsten da noch. Ja, da muss ich ja jetzt einfach eh nur dem Fluss hier folgen. Sind wir da? Okay, dann haben wir ja hier auf Taranis alle. Obwohl, ich habe ja jetzt erst 4, ne? Nee, jetzt habe ich erst 3. Ich muss eh alle einzeln verkaufen. Wegen der Bergkristalle. Ich habe hier einen... Bring mir... So, das ist alles uninteressant, da gibt's nichts, das bringt uns auch nicht weiter. Okay, dann sind wir mit Taranis eigentlich auch schon durch. Und dann geht's weiter, ja, gehen wir einfach an die Krabbenküste. Problem bei der Krabbenküste ist nur, dass es hier kein Bett gibt, gell, direkt. Komm. Ich nehme auch mal Bones mit. Ah, hier gibt es ja auch gar keine Teleporter und so. Wir müssen ja hier einfach über die komplette Insel laufen. Das ist ja super kacke. Oh Mann. So, was haben legendäre Gegenstände? Taranis, Antigua, Kila, und die beiden sind auf Kalador. Kinderreißer, wo war der? Der war, glaube ich, auch auf Antigua. Ja. Das ist egal. Da kommen wir nicht dran. Das ist uninteressant. Das können wir alles nicht machen. Wir können Bergkristalle und das Kristallportal machen. Mehr geht nicht. Ah, zum Südstrand. Ja, da müssen wir jetzt einfach, glaube ich, nur dem Weg folgen, den wir damals mit Patty gelaufen sind. Ich sehe halt einfach nichts.
Hier. Und schon ist die Kristallfackel alle. Klasse. Wo ging's? Hier. Nee. Hier. Gut, dann haben wir den. Und dann können wir das Kristallportal an der Krabbenküste vernichten. Denn wir wissen ja jetzt, wie das geht. Also können wir die ganzen Portale schließen. Wollen wir eigentlich mit Bones reden? Nee. Ja, hier ist die Totenkopfhöhle. Es könnte sein, dass hier noch Gegner drin sind, weil wir waren ja nie wirklich hier drin. Das war ja nur in einer Sequenz quasi, dass der Held und Patty hier reingegangen sind. Ja, da ist doch was. Schattenlord des Hasses. Damit können wir dann eigentlich auch noch mal nach Kila. Hier geht's ja weiter runter. Das ging schnell. Jetzt schlage ich ein paar Schädler. Das ging schnell. Das ist ja interessant, dass man... Verdammte Scheiße. ...hier auch wieder rauskommt. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir hier. Okay, krass. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Zu schwierig. 110. Kriegen wir immer noch nicht auf, das blöde Kackding. Naja gut, komm, dann gehen wir zurück zum Schiff. Und dann gehen wir nach Antigua. So, was haben wir hier zu tun? Legendäre Gegenstände. Taranis. Antiguas Hafen nach einem gläsernen Schwert. Sicher. Schauen wir mal nach dem gläsernen Schwert.
Ah, da unten liegt's. Das Schwert aus Glas. Nahkampf plus 5. Tyrannis, Kila, Kalador und Kalador. Das ist also nichts. Aber Wunderreißer. Wunderreißer können wir hier. Da oben vielleicht. Ja. Ah. Ich habe Quinns Schwertstück an mich gebracht. Großartig! Du hast ganz schön was auf dem Kasten. Weißt du was? Du kannst das Schwert besser gebrauchen als ich. Nimm dieses Gegenstück, schmiede es neu und es wird dir gute Dienste leisten. Dankeschön. Feiner Zug von dir. Danke. Ja, ja, gerne. Das Stück hat mir eh nie Glück gebracht. Zeig mir deine Ware. Kein Problem. Zucker will ich haben und deine Silberteller. Davon will ich 2. Moment. Denn... Nee, nicht Tyrannis. Hier Kila, Elis Tafelsilber. Genau. Wir brauchen aber noch 4 Silberbecher. So, Wunderreißer neu schmieden. Dafür müssen wir dann an eine Schmiede. Aber ich sehe gerade, wir sind schon bei 37 Minuten. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir gerne Kommentare. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.